Was denn? Aus irgendwelchen Gründen hat er das gerade alles nicht aufgenommen. Oh, müssen wir jetzt nochmal anfangen? Hallo Leute, ich habe keine Ahnung, wie viel er jetzt aufgenommen hat. Wenn nicht, dann ist das jetzt gerade der Beginn der Folge. Oh, hallo Leute. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Einen Moment. Nee. Sondern damit. Leute, hier sieht man ganz kurz den Pausebildschirm, weil ich muss ganz kurz was nachschauen. Eventuell war ich gerade dumm. Heute hast du wieder das falsche Tastenlayout gehabt? Nein, er hat anscheinend doppelt geklickt. Leute, dann habt ihr das alles heute nicht mitbekommen. Wir haben gerade schon einen ganzen Tag verspielt. Das tut mir jetzt ganz so leid, kann ich aber gerade nicht doll ändern. Oh, es ist warm. Es ist viel zu warm. Ich habe wahrscheinlich einfach zu schnell geklickt auf meinen... auf meine Taste und dadurch. Ach, ich gehe schlafen. Ich auch, sobald ich zurück bin. Ich gehe jetzt schon schlafen. Naja, ich habe keinen Schlafsack dabei. Warum eigentlich nicht? Das wäre doch lustig. Ein Schlafsack. So Leute, also wir haben den Tag verbracht. Ich bin in der Höhle ganz bis runtergegangen, in der Mine. Hoffe, dass ich noch irgendwie in die Gilde komme. Und ja. Ich wollte die externen Minecraft-Mod noch ausprobieren, ob das funktioniert hier mit der Map. Hm. Solche Sachen funktionieren nur, wenn der Host sie auch hat. Das ist blöd. Ja, es wäre ziemlich blöd, wenn du das machen könntest, ohne dass ich das hoste. Aber das ist ja kein Problem, ich könnte ja auch die Extended Minecraft-Mod. Nett. Bisschen Geld. Ein bisschen Grünkohl, ne? Ja. Ich hab die normalen Grünkohlen in deine Kiste gehauen. Sehr weil, gut. Weil Baum. Weil Grünkohl meinst du? Ja, das auch. Naja. Ich überlege, im Sommer werden wir gar keinen Melonen unbedingt anpflanzen. Sondern einfach nur Blaubeeren. Dann mach das. So, genau, Gilde. Ba ba ba. Da müssen wir nur noch mehr Blaubeer-Seeds kaufen, das werde ich dann machen. Ich hätte schon. Wie viele hast du gekauft? Zwei Stück, ne? Zwei Schweine. Du wirst sie sehen, wenn du sie siehst. Moment, was? Ich hab sie schon gesehen. Sie haben wunderschöne Namen. Das hab ich nicht. Moment, wo war denn das ganze Zeugs? Da war es drin. So, nur noch eine Folge, Leute. Und in der nächsten Folge werden wir endlich unser Gewächshaus haben. Theoretisch könnten wir auch ein noch größeres Gewächshaus uns basteln. Da gibt es auch genug Mods dafür, aber das brauchen wir nicht wirklich. Du hast einen Kale ausgelassen. Das kann nicht sein. Ich habe gerade Grünkohl geerntet. Was ist eine Lüge? Und was ist der Grünkohl, den ich gerade geerntet habe? Eine Lüge, sag ich ja. So, und morgen werde ich auch in der nächsten Folge, nur damit ihr euch nicht wundert, Leute, das sage ich euch jetzt schon mal, achso, der ist eh Gold, werde ich den, die Ancient Fruits da hinten auswachsen lassen, weil die habe ich vergessen Anfang des Monats zu pflanzen, als wir den Spielstand nachgemacht haben. Und damit sie pünktlich zum ersten dann tragen, werde ich sie dann in der nächsten Folge auswachsen lassen. Diese da. Du hast John und Terry schon ja verarbeitet, das ist sehr gut. Zu Wurst. Ferkelwurst, die beste. Das war der Worst Case, ne? Ach, Suki. Du bist eben ein guter Mensch. Auch wenn andere Menschen eben kacke sind, darf man sich davon selbst nicht runterziehen lassen. Leute, hört auf den schlauen Fuchs. Egal wie kacke andere sind, seid nicht selbst kacke. Wow. Das ist doch mal eine Weisheit, oder?
seine Weisheit, ja. Nicht meinen Kaffee da reinmachen. Wo ist eigentlich meine Pfanne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehe ich das ganze Zeug jetzt mal schnell wegbringen zur Gilde. Zur Gilde Roy Lockhart. Ja, hier geht zur Gilde, Fox. Ah, vorher muss ich 10 Schleime töten, damit ich in die Gilde kann. Das kriege ich hin. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Minen. Ich gehe auf Ebene 30. Oh, ich muss aus Sukis Haus noch mein schönes Schwert holen wieder. Ist okay. Ich kaufe mir mein eigenes. Sobald ich in der Gilde bin. Kannst du dir gerne holen, wenn du möchtest. Lass mal Obsidian Edge drin. Nee, ich meine, ich hole mir in der Gilde mein eigenes. Sobald ich in die Gilde kann. Ich bin gerade in der Wüstenmine. Vielleicht kriege ich ja heute noch einen. Eigenen Prismatik-Shard. Eigenen Prismatik-Shard. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch holen kann, wenn ich jetzt quasi jetzt schon eins habe, ne, im Inventar. Na, ein Prismatik-Shard kannst du. Achso, das Schwert meinst du. Also, normalerweise müsste es ja einen. Nicht unbedingt, ich weiß es nicht. Ich glaube, du kannst den immer wieder holen da. Das ist dumm, warum kann man es dann kaufen? Ich weiß es nicht. Vielleicht klappt das auch nicht mehr. Kommt halt immer drauf an, für wie viel man es verkaufen kann, ne? Ich bin erst auf Ebene 19, der Skullcaver. Das ist zwar an sich nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Ich will ja nichts sagen, aber hier sind nirgendwo Schleimse. Du musst ja grüne Slimes kennen, ne? Ja. Nehme ich an. Steht gleich nur Schleim. Ja, es sind aber grüne Slimes. Aber in den Ebenen hier gibt es keine Slimes. Gott, die Drachen sind ja nervig, wenn man nicht Host ist. Die sind auch nervig, wenn man Host ist. Nee, dann haben sie ja Knockback. Die haben, wenn man kein Host ist, haben die keinen Knockback. Weiß nicht. Ich habe auch so manchmal das Gefühl, dass sie keinen Knockback haben. Sag mal, ernsthaft, warum sind denn hier nirgendwo Schleimse? Und sag mal, kann das sein? Ach nee, hier war ich noch nicht, deswegen. Und jetzt Suki so, hab ich doch gesagt. Ach, siehst du? Hat sie wirklich gesagt? Also, dass sie es gesagt hat. Warum finde ich denn so viele Edelsteine und warum keine Slimes? Ich meine, Edelsteine sind auch gut. Ich will mich ja nicht beschweren, aber... Ich wollte eigentlich das essen, aber ist okay. Okay, dann halt auf Ebene 15. Ernsthaft, die sind auch keine Slimes. So, was ist denn los hier? Ah, ich hab. Im Zweifelsfall gehst du einfach runter zum verwunschenen Wald. Das ist eine gute Idee. Das hätte ich mir mal eher einfallen können. Bam. Badam. So, und jetzt gilt die... Ich habe heute echt Glück, was die Edelsteine betrifft. Da oben ist schon wieder ein Emerald.
Ich hätte mir Bomben mitnehmen können. Oh, ich habe aber Mining fast aufgelevelt auf 10. Das ist ziemlich gut. Ich habe Mining jetzt auf Level 8. Fast auf 9. Das ist ziemlich. Das geht hier in der Mine richtig schön ab. Mit dem Skullcavern. In der Mine geht das Minenlevel höher. Das ist ziemlich krass. Und da ist schon der nächste Emerald. Und da hier kein Slime ist, gehe ich gleich in die nächste Ebene. Also ich weiß nicht, die Slimes sind heute irgendwie zu Hause geblieben. Hier sind ein paar Slimes, aber auch nicht sonderlich viele. Eben. Da ist eine Iridium-Erz-Note. Wir haben, wie ich heute gelernt habe, 4% Chance für den Prismatic-Shard. Ja. Da sind zwei grüne Slimes. Alles gut, solange das da jetzt kein Gegner ist. Nee, ist ich mag, ich mag, dass die Iridium Nodes halt die Gegner jetzt sein können. Das finde ich cool. Geister. Oh. 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 Schieß Leute bei Splatter Tattoon ab. Splatter Tattoon. Was willst du? Ja, das kann die gute Suppe sehr gut. Was willst du, Splatoon? Mach sie fertig, Schatz. Genau, kill sie alle! Moment, was? Sollte man vielleicht nicht im Internet sagen. Ich will Unreal Tournament spielen. Ja, das will er. Oh, ich glaube, ich bin Level 10 im Mining. Ich glaube, ich habe Campen hochgelevelt auf 8. Campen? Ja. Ich bin gleich in der Mitte angekommen und ich finde es richtig nervig. Ah, ich hasse diese Spiral-Level-Ebenen. Ja, die sind richtig nervig. Ich glaube, ich bei mir im Privatspielstand auch noch welche, die noch nicht komplett, wo in der Mitte noch irgendwas ist. Weil ich einfach zu faul bin, da ganz in die Mitte zu laufen. Suzuki, du sollst doch nicht so niedrig level spielen. Du wirst die ganzen neuen Splatoon-Spieler noch davon abhalten, weiter Splatoon zu spielen, weil sie Angst kriegen. Ich verstehe jetzt nicht, wie du darauf kommst, dass sie niedrig levelig spielt. Weil sie es geschrieben hat. Sie hat geschrieben Level 8 im Campen. Das ging um dein Campen-Skill. Ach so. Das hat nichts mit Splatoon zu tun. Das hat nichts damit Splatoon. Weißt du, was geil ist, wenn der Weg nicht in der Mitte dann ist und man sieht, oh, ich habe da draußen ja schon eine Treppe. Und hofft, dass noch eine spawnt. Aber es spawnt keine, während man zurückläuft. Wenn es 2 Stunden zurückläuft. Man immer noch nicht genug für die blöde Quest getötet hat, weil nicht genug Slimes da sind. 4 Slimes erst! Okay, jetzt reicht es. Verdammt, da bist du Gegner! Ja. So. So, mach mich zurück. Ich auch. Ab zur Bushaltestelle. Aber ich habe doch ein bisschen was geschafft heute. Ein paar Diamanten geholt. 5. Das passiert. So, ich leg mich mal schlafen. Oh, haben wir irgendwas verkauft? Ja, haben wir. Haben wir? Ja, ich schmeiß jetzt noch Diamanten rein. Okay. Nicht zu viele. Wenn wir umskillen, dann werden die später viel wertvoller. Ja.
Ich finde es immer noch nervig, dass man sowas wie Schwerter und so nicht einfach dort mit reinhauen kann. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich meine, ich verstehe es auch, dass Major Lewis das nicht abkaufen will und so weiter, aber... Aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht blöd finden darf. Gut. Ich habe was verkauft. Okay, dann leg dich schlafen. Denn dann war es das nämlich auch schon für diese Folge, die jetzt sehr kurz war. Sorry Leute dafür nochmal. Ich bin ich habe Minenarbeit Stufe 10 und ich kann jetzt ein Skill wählen. Entweder Metallbarren sind 50% mehr wert oder Erzsucher, die Wahrscheinlichkeit, dass Kohle gefunden wird, ist verdoppelt. Ich habe okay gedrückt. Das ist nicht so schlimm. Und deswegen werde ich dort auf jeden Fall den Erzsucher nehmen, damit ich mehr Erze suchen kann. So. Weil wir verkaufen die Barren ja eh nicht, von daher. Das ist aber eine ziemlich gute Einnahmequelle, muss ich mal so sagen. Vor allem, wenn man den Skull Cavern-Dings hat. Also ich würde das auf jeden Fall nehmen. Also ich mach das dann, nehme das dann. Ja, ich werde dann später sowieso die andere umschulen und wenn wir genug Kohle haben, dann erstmal oder so. Und ich meine 1500 pro Barren, wenn wir einen Chat haben, wo wir quasi 70 Barren pro Fuhre rauskriegen. Was halt 70 Barren pro Tag sind, was halt nochmal 35.000 mehr sind. Was halt 140 Barren pro Tag sind, weil bei der Menge an Erz, die da rankommt, kann man quasi früh und Abend einmal einsetzen. Ja, okay, aber... Das ja, wäre 140 doch. Mal ja, ja. 1500. Ja, passt schon. Okay, Leute, dann war es das nämlich für heute. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder oder hören uns. Bis dahin und tschö. Ciao.